Einen wunderschönen guten Tag. Heute wollen wir über etwas sprechen, das nicht jede Programmiersprache kennt, gell? Und zwar über die Verwendung des dynamischen Speichers, gell? Und ja, was ist das, wenn also der Programmierer gerne einen Speicher hätte, den er selbst irgendwo verwalten kann, gell, mit dem er also ja, die Größe vorher bestimmen kann, gell, wo er dann ja, den Anforderungen entsprechend mehr oder weniger Speicher anfordern kann, gell, dann wird das zur dynamischen Speicherverwaltung, gell, also eine Speicherverwaltung, die man nicht beim Programmieren unbedingt schon fixieren muss, gell, sondern etwas, was sich zur Laufzeit entwickeln kann, gell, also was man zur Laufzeit dann mehr oder weniger anfordert, gell. Und damit kann man dann auch ja, recht tolle, komplexe Datenstrukturen zusammenbauen, gell. Also das freut den Algorithmiker sowas, gell. Und ja, was benötigt man dazu? Man benötigt Zeiger, gell, also Zeiger. Haben wir bis jetzt gesehen, gell, haben damit zum Beispiel auch die Referenzübergabe in Schnittstellen dann erzeugt, gell. Aber ja, wir haben auch mal auf etwas gezeigt und so, gell. Aber so richtig, ja, richtig flexibel waren sie noch nicht, gell. Mit der dynamischen Speicherverwaltung wird das Ganze jetzt noch lustiger, gell. Also, hier kann man Speicher anfordern, gell, zum Beispiel mit malloc, gell, oder auch mit calloc. Und was ganz wichtig ist, Speicher muss am Ende wieder freigegeben werden. Wird ein Speicher nicht freigegeben, gell, dann ist zwar so, dass man jetzt unter modernen Betriebssystemen am Ende beim Verlassen des Programms dann auch solchen Speicher freigibt, gell, aber wenn man ein Programm hat oder ein Dienst, gell, ein Serverprogramm, das läuft und läuft und läuft und läuft und läuft, gell. Und wenn wir hier diesen Speicher nicht freigeben, gell, den wir anfordern, wir machen das einmal, ja mein Gott, dann passiert es halt mal, gell. Aber wenn wir ständig Speicher nicht freigeben, gell, dann ist es so, dass wir ständig weniger Speicher im Betriebssystem zur Verfügung haben, weil wir Speicher auffressen. Wir haben ein Speicherleck, gell? Also wir haben ein Loch und dort verschwindet dann der Speicher, gell? Und wer ist verantwortlich? Ein Programmierer, gell? Und wie ist das? Also C will die Intelligenz des Programmierers nicht beleidigen, gell? Deshalb muss der Programmierer selber aufräumen, gell? Also der Programmierer muss den Speicher, den er angefordert hat, wieder zurückgeben, gell? Das ist nicht wie in Java, der anderen Programmiersprache, gell? In Java, gell, da gibt es die Müllabfuhr, gell? Den Garbage Collector, gell? Und von Zeit zu Zeit geht der dann Müll bereinigen, gell? Funktioniert nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Wir können vielleicht ein bisschen nachhelfen und so, gell? Gell, aber doch gibt es einen, ja, doch gibt's einen, der eben den Speicher, den wir nicht mehr brauchen, auf den wir nicht mehr zeigen, dann versucht freizugeben, gell? Ja, also, wir müssen das in C selber machen. Und jo, dort haben wir auch einen Artikel dazu, gell? Also der ist recht kompakt, gell? Und er sagt uns jetzt etwas, gell? Also der dynamische Speicher, auch Heap, gell? Also genannt, gell? Ist eben ein ganz spezieller Speicherbereich. Das ist nicht im Stack oder so, gell? Und jetzt muss man eigentlich ja die Wahrheit sagen, gell? Wir sagen einfach, es ist im Heap, gell? Also das ist ein eigener Speicherbereich, in dem also das Betriebssystem den für den Prozess jetzt Speicher zuweist, wenn es der Prozess anfordert, gell? Aber das Ganze ist nicht so schön systematisch wie beim Stack. Stack kann wachsen, kann wieder kleiner werden, gell? Heap, gell? Ja, mal haben wir mehr, mal haben wir weniger, gell? Also das ist dann ja fürs Betriebssystem keine feine Sache, gell? Gell? Und ja, da gibt es auch verschiedene Implementierungen. Wenn ihr da auf die englische Wikipedia geht, gell, dann findet ihr alles Mögliche dazu, gell? Hier ist auch ein bisschen was erklärt. Und ja, hier haben wir die Bibliotheksfunktionen, gell? Und dann ein paar ja, Anwendungsmöglichkeiten, gell?
Aber wir wollen jetzt einfach mal einsteigen, gell? Und mal schauen, wie das funktioniert, was wir machen können. Ich habe dafür jetzt ein Beispiel vorbereitet. Gell, dynamischer Speicherpunkt C haben wir das genannt. Und was mache ich hier? Gell? Also, ich gehe zuerst mal ein paar Zeiger erzeugen. Gell? Gell? Also Z1, Z2, denen werde ich einen Speicher zuweisen. Gell? Und dem Z, das Z, das brauche ich zum Spielen. Gell? Okay. Und dann habe ich noch eine Schleifenvariable. Gell? Und ja, jetzt wollen wir mal, gell? Also, zuerst gehe ich dem Z1, gell, einen Speicher zuweisen. Gell? Also am Anfang ist der auf null. Gell? Ja, wollen wir das versuchen mal zu zeichnen, gell? Das geht man oft zeichnen, weil gerade wenn man dann so komplexe Strukturen zusammenbaut, dann verliert man den Überblick. Gell? Wollen wir mal. Gell? Wie schaut das aus? Wir haben ein Z1, gell? Schauen wir mal, ob das funktioniert heute. Gell? Hoppala. Also ein Z1. Und das geht man oft so als kleines Quadrat zeichnen mit einem Punkt drinnen. Und ja, das ist jetzt mal auf null, gell? Zeigt nirgends hin. Und ja, das ist der Anfangszustand, gell? Und dasselbe Z2. Z2 zeigt auch dann auf null, gell? Also Z2, gell, so, Punkt und ist null. Okay, so, und jetzt gehen wir Speicher anfordern, gell? Und bei diesem Speicher, also, jetzt müssen wir es noch zeigen, gell? Also Z2 zeigt auch auf null. Wenn wir jetzt Speicher anfordern, gell, dann machen wir Folgendes. Wir gehen den Speicher anfordern mit malloc und müssen auch übergeben, wie viel Byte, gell? Byte. Also, wenn wir schauen da, malloc, dann, okay, müssen wir die Byte angeben, gell? Und wir bekommen dann eine Adresse zurück, gell? Eine Adresse auf den Speicher, den wir angefordert haben, gell? So, gehen wir das mal nochmal anschauen hier, gell? Also wir machen es malloc, wie viel Platz für einen Integer gehen wir anfordern, gell? Also nicht viel, gell? Relativ klein, also ja, vielleicht 4 Byte. Und was bekommen wir zurück? Einen Void-Stern. Aber Achtung, Z1 ist ein Int-Stern, gell? Was müssen wir machen? Wir müssen dem sagen, du, Achtung, diese Adresse, gell, die lass du jetzt mal unberührt, gell? Aber mach aus dem Void-Stern ein Int-Stern, gell? Explizites Casting, gell? So, und dann müssen wir eine Überprüfung machen. Wir müssen fragen, ob das jetzt auch gut gegangen ist. Wenn der Zeiger Z1 null ist, gell? Wenn also hier vom malloc ein null zurückgeliefert wurde, dann hat die Anforderung und Speicher nicht funktioniert. Dann hat das Betriebssystem gesagt, na na na, gell? Also dir gebe ich keinen Speicher, gell? Okay, vielleicht weil man schon zu viel benutzt hat, vielleicht weil das Betriebssystem keinen mehr hat, gell? Also wer weiß, gell? So, also was machen wir? Wir rufen ein P-Error auf, gell? Also ein Text, der dann zusammengebaut wird mit der Standardfehlermeldung für den letzten Systemfehler, gell? Also wird kein Speicher für Z1 bekommen, gebe ich aus, gell? Ich bekomme dann vielleicht noch etwas, was eben das malloc gemeldet hat, gell? Und dann mache ich ein Exit 1, kein Exit 0. Exit 0 bedeutet alles gut gegangen. Exit 1, gell? Ich habe keinen Speicher bekommen, gell? Okay, so. Wenn ich jetzt hier ankomme, dann bedeutet das, dass kein Fehler passiert ist, gell? Weil wenn ein Fehler habe ich abgefragt, wenn ein Fehler ist, tschüss, bin ich weg. Okay, als ich bin hier und es ist kein Fehler passiert, was mache ich? Ich mache dereferenziert Z1 ist gleich
1, gell? Die referenziert einen Zeiger, gell? Der, ich gehe also auf den Speicher zugreifen, dessen Adresse ich in Z1 gespeichert habe, gell? Schauen wir mal, ja, hier habe ich noch alles auf 0. Das stimmt jetzt nicht mehr, gell? Ja, dann versuchen wir mal hier. Also, gehen wir schauen, ob wir das da schaffen, gell? Also, probieren wir mal mit Arrays, gell? So, gehen wir mal dort. Jetzt gut. Also, der, die Nuller ist noch da. Der, den gehen wir mal löschen da, gell? So, okay, so. Also, nicht mehr Arrays. Jetzt gehen wir hier wieder zeichnen. Und zwar, wir haben einen Speicher angefordert, gell? Und den gehen wir dann in die Adresse von dem Speicher landet dann in Z1, gell? Wie zeichnet man das? Das zeichnet man häufig so. So. Also ist kein großer Speicher, ist ein kleiner Speicher. Und das Z1 zeigt dann hierher, gell? Okay. So. Also will ich jetzt was hineinschreiben, gell? Und das will ich, dann muss ich das dereferenzieren. Weil wenn ich schreibe Z1 ist gleich, dann würde ich in den Inhalt von Z1 was hineinschreiben. Aber ich will hier nicht die Adresse von Z1 ändern mit dieser Zuweisung, sondern ich will hier eine 1 hineinschreiben. Gell? Okay, ich will also hier eine 1 hineinschreiben. Okay, also machen wir es. Dereferenziert Z1. Ich greife auf den Speicher zu, den ich reserviert habe, gell? Also ich schreibe hier eine 1 hinein, gell? Okay, soweit so gut, noch überschaubar. Der einzige Unterschied bis jetzt zu dem, was wir schon gesehen haben, gell, ist, dass wir hier Speicher reserviert haben, gell? Wenn wir einem Zeiger die Adresse einer Variable zuweisen, dann haben wir doch da ganz genau so darauf zugegriffen, gell? Zeiger dereferenzieren und damit hat man dann den Speicher, auf den man zeigt, gell? Und dann kann man damit umgehen, so als sei das der Grundtyp, gell? Und der Grundtyp des Zeigers ist eben ein Integer, also kann ich eine 1 hineinschreiben, gell? So, dann habe ich hier einen zweiten Zeiger, gell? Z2 zeigt euch auch ein Integer-Zeiger, gell? Habe ich 0 hineingeschrieben, gell, um ihn einfach mal zu initialisieren. Und na, bevor ich jetzt weitermache, genau hier habe ich noch eine Ausgabe. Gell, ich gebe aus, Z1 ist gleich die Adresse und dann dereferenziert Z1. Gell, und das es soll dann eben, ja, hoffentlich kommt 1 heraus, das was wir hineingeschrieben haben. Gell, schauen wir dann. Gell. So, dann gehen wir jetzt dasselbe nochmal machen mit Z2, aber kleiner Unterschied, wir gehen nicht einen Integer reservieren, sondern mal 10. Wir gehen also Platz für 10 Integer reservieren. Und ja, das sind dann 10 mal zum Beispiel 4, gell? Also 40 Byte. Und was ich hier anders mache als oben, hier oben gehe ich zuerst reservieren und dann mache ich die Abfrage, ob es 0 ist. Gell? Hier gehe ich im if drinnen reservieren, gell? Mach die Zuweisung an Z2, gell? Diese Klammer geht da vorne auf und endet hier hinten, gell? Das ist alles in dieser Klammer, gell? Ich gehe also reservieren und zuweisen und gleichzeitig dann wird das Ergebnis, also Z2, abgefragt, ob es gleich 0 ist, in einem if drin, gell? Okay, also man kann da auch ein paar Sachen zusammenbauen, gell? So, sollte das sein, dass das 0 ist, was da herauskommt und was wir zuweisen, gell? Dann B-Error, kein Speicher für Z2 bekommen und Exit2 jetzt, gell? Eine andere Fehlernummer, kann man draußen dann sehen, was passiert ist, sollte es passieren, gell? Ja, und das ist das, was wir machen, also nicht mehr Null soll am Ende drinnen stehen, sondern so, Radiergummi, gell, weg mit dem Null. Gell, so wohl. Okay, schön. So, und jetzt haben wir Platz für 10 Integers, gell? Wie schaut denn das aus? Also, nimm wieder. Okay, und jetzt gehen wir zeichnen, gell? Also da. 1, 2,
3, 4, 5. So, jetzt ist die Tafel ausgegangen, gell? Okay, also 1, 2, 3, 4 und so weiter, gell? Also ich habe also Platz für ganz viele, gell? Also für 10 Integer, gell? Und Z2, dem wird die Adresse zugewiesen, also Z2 zeigt hierher, gell? Okay, so. Ja, jetzt habe ich zwar nicht alles Platz, aber das ist egal, gell? So, jetzt gehen wir da ein bisschen spielen damit, gell? Und zwar habe ich jetzt ein paar Varianten eben aufgeschrieben, wie man das verwenden kann, gell? Okay, also ich könnte es dereferenzieren. Ich könnte aber auch diesen Dualismus zwischen Zeiger und Felder benutzen, gell? Und ich könnte jetzt schreiben, Z2 an der Stelle 0 ist 1. Was bedeutet das Z2 an der Stelle 0? Gell? Also Z2 ist ja ein Zeiger. Wenn ich sage an der Stelle so und so, gell, was wird gemacht? Es wird die Adresse genommen, der Speicher, auf den wir zeigen, und dort an der Stelle 0. Das ist also so, wie dereferenziere Z2, gell, und dann gehe 0 weiter. Gell? Also das dereferenziere Z2 und dann gehe 0 weiter. Das ist hier dieser erste. Das erste Element, gell, das ich hier habe, gell, und das kann ich benutzen wie ein Feld. Und das ist echt cool. Gell. Also kann ich sagen, Z2 an der Stelle 0 ist 1. Ich gehe also hier eine 1 hineinschreiben. Gell. Probieren wir. Ups, jetzt habe ich da irgendwo geklickt. Probieren wir es nochmal. 1. So. Und ja, das wäre dasselbe wie. Dereferenziere Z2 und schreibe eine 1 hinein, weil dereferenziere Z2 ist ja der Anfang dieses Speichers, gell? So, kleiner Unterschied, gell? Es ist nicht so, dass man mit Felder und Zeiger immer dasselbe machen kann. Grundlegender Unterschied in der Verwendung, ich kann dem Feld keine neue Adresse zuweisen, gell? Ein Feld bekommt eine Adresse, gell? Entweder im Datensegment oder im Stack, wo man es jetzt gerade macht, wenn es eine lokale Variable ist, dann eben im Stack, gell, sonst vielleicht im Datensegment und ja, ist zu schauen, wie das Betriebssystem das dann implementiert. Gell. Aber auf jeden Fall, wenn ich das ein Feld habe, ich kann dem Feld keine neue Adresse geben. Geht nicht, brauche ich einen Zeiger, weil in den Zeiger kann ich eine neue Adresse schreiben. Gell. Okay, also somit habe ich jetzt das nullte Element gefüllt, gell? Oder ich kann einfach dereferenzieren, gell? Dann sehen wir jetzt, wenn wir jetzt ins nächste was schreiben wollen, wir können auch Folgendes machen. Ich sage, nimm den Zeiger und geh ein Element weiter, nicht ein Byte, ein Element. Und wie weit gehe ich dann? Ich gehe um Size of den Grundtyp weiter. Der Grundtyp ist ein Integer, gell? Also, wenn wir machen Z2 plus 1 geht er dann um size of int weiter. Gell? Und dort geht er dereferenzieren. Gell? Also das würde bedeuten, dass wir um size of int weitergehen. Gell? Wir gehen also praktisch zur nächsten Stelle hierher. Gell? Und, jo, und wenn wir das dereferenzieren, dann haben wir genau dieses Element in der Hand. Und wenn wir dort etwas hineinschreiben wollen, ja, dann weiß man es halt zu. Gell? Also dereferenziert Z2 plus 1, gell? Also ein Element weiter, dort gehe ich eine 2 hineinschreiben, gell? Also hier kommt die 2 hinein. Gell? So, versuchen wir es mal. 2. Okay, dann. Das könnten wir auch schreiben als Z2 an der Stelle 1 ist 2. Identisch, gell? So, was könnten wir noch machen? Wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir haben ja noch einen Zeiger da, dem haben wir noch keinen Speicher zugewiesen. Werden wir auch keinen Speicher reservieren für ihn, gell? Wir können aber eine Adresse hineinschreiben. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir können sagen, Z, der Zeiger Z, soll sein A, Z2 an der Stelle 2, also nochmal eine Stelle weiter, und davor sollten wir die Adresse bilden, Adresseoperator davon. Gell? Also nimm dieses Element, gell? Also das dritte Element praktisch, das mit dem Index 2, nimm das dritte Element gell? Und weise ihm, ja, bilde die Adresse davon und diese Adresse schreibt dann in Z hinein. Gell? Also Z gell? Ist ein Zeiger. Gell? So. So, und diesen Z, gell, das sollte wieder sowas Quadratisches sein, das gehen wir
hierher zeigen, gell? Ans dritte Element, gell? Gell? Dürfen wir, gell? Wir haben ja eine Adresse gebildet, schreiben sie in Z hinein. Das war's, dürfen wir. Was können wir jetzt machen? Wir können sagen, dereferenziert Z ist 3. Mhm. Ja, Z zeigt hier aufs dritte Element, gell? Und jetzt können wir dereferenziert Z schreiben, dann gehen wir auf diesen Speicher hier zugreifen, gell? Und dort schreiben wir eine 3 hinein. So, gell? Und ja, dann gehen wir weiter und dann sagen wir Z++. Mhm. Z++, aber plus können wir ja mit Zahlen machen, gell? Und interessant ist, das geht auch mit Adressen. Mit Adressen, die wir in Zeigern gespeichert haben. Wir können also sagen, du setzt das Z auf den nächsten, gell? Also gehen wir, also mit der Maus geht es nicht, also gehen wir hier, gehen wir wieder ein bisschen löschen, gell? Also wir sollen nicht mehr hierher zeigen, gell? Sondern wir sollen weiter zeigen, gell? Wir sollen aufs nächste zeigen, gell? So, nimm das, okay, also ich gehe jetzt her und dann zeige aufs nächste, das da, gell? Okay. Und jo, das haben wir damit gemacht, indem wir Z++ gemacht haben. Und jetzt schreiben wir eine 4 hinein. 4. Mhm. Geil. Und ja, dann können wir jetzt machen, jetzt zeigen wir hierher. Geil. Wenn wir jetzt machen, also Z plus 1, geil, also das nächste Element dereferenzieren. Ist gleich 5. Das würde heißen, das nächste dereferenzieren, also das da, und 5 hineinschreiben. Geil, können wir machen. 5. So. Okay, also nicht den Zeiger verändern, sondern einfach sagen, nimm das nächste dann. Geil. Mhm. Dann, was haben wir hier noch drinnen? Ich kann es auch sagen, ja, genau wie mit plus so und so viele Elemente kann ich auch sagen, Z an der Stelle so und so. Geil? Ich kann also jetzt, das ist ja ein Zeiger, sagen, als Z an der Stelle 2, das wäre dann hier das nächste. Geil? Schauen wir mal, ob wir doch noch was schaffen. Geil? Mhm. Hier das nächste. Schreiben wir eine 6 hinein. Geil? So, was kann ich noch machen? Ich kann auch sagen, geh 3 weiter. Geil? Bilde die Adresse davon. Und das tust du mir dann dereferenzieren. Gell? So, die Frage, warum einfach, wenn es kompliziert auch geht. Gell? Also, das wäre genau dasselbe wie das dort oben mit der Logik. Gell? Nur gehe ich jetzt, wenn ich die Stelle mal habe, die Adresse davon bilden und dann sage, du das dereferenzieren. Gell? Also, einmal vor, einmal zurück. Einmal die Adresse holen und einmal wieder die Referenzieren. Gell? Und dort schreiben wir 7 hinein. Gell? Ich kann das auch auf die Spitze treiben. Ich kann eine Adresse ausrechnen. Ich sage, du das dereferenzieren. Dann sage ich wieder, du die Adresse bilden. Und dann sage ich, nein, du im Herbst du nur die Referenzieren. Gell? Okay? Also, ich kann da jetzt auch 2 weglassen. Gell? Also, das Dereferenzieren und Adressen lasse ich weg und dann sage ich einfach dereferenziert. Z plus 4 weiter ist 8, gell? Also ja, hier haben wir es nicht mehr Platz, ist egal. Gell? Und dann ja, kann ich auch sagen, Z2 plus 8 dereferenziert, das haben wir eigentlich schon gesehen, dasselbe wie da halt, gell? Und dann kann ich auch sagen, Z2 an der Stelle 9 ist 10, gell? Mhm. Ja, gehen wir das mal ausprobieren da. So, machen wir ein Make, er sagt, es ist aktuell, so, ausführen, und er macht es, er geht also zuerst, ja, die erste Zeile, das mit Z1, wo wir 1 hineingeschrieben haben, stimmt, der referenziert Z1 ist 1, gell, und es wird uns die Adresse des Zeigers Z1 angezeigt, so. Und dann kommt, ja, ah ja, genau, ich gehe das unten dann noch ausgeben, gell. Also wenn man das anschaut, da geht es noch ausgeben und ja, ist dann sowas, gell? Vor i gleich 0, i kleiner 10, also 10 mal, gehe immer, die sagen, ja, Z2 an der Stelle so und so, ist das, was dann drinnen steht, gell, in Z2. Mhm. Ja, also. Und dann habe ich hier noch eine wilde Ausgabe, gell? Und diese Ausgabe, und sollte dasselbe machen wie dort oben, gell? Ich gehe also von i gleich 0, i kleiner 10, i plus das machen, aber der eigentliche Funktionsaufruf, gell,
der ja sagt zwar, dass wie viel TI das ist, aber den Speicherzugriff, der wird dann selbst gemacht, gell? Und wenn wir das da mal weggehen, so, gell, dann wollen wir das mal jo, make, gell, das funktioniert, gehen wir nochmal hineinschauen. Und zwar bei der Ausgabe. Ja, also so mache ich das mit Index und sage, ja, zeige an der Stelle so und so wie mit einem Feld. Gell? Ich kann aber auch noch was ganz Freches machen. Das ist jetzt echt frech. Und sie sagt, okay, am Anfang gehe ich zwei Dinge initialisieren. Seht ihr, hier ist ein Beistrich, kein Strichpunkt. Gell? Also das ist alles der rechte Ausdruck. Und hier mache ich zwei Sachen. Ich gehe die Zählvariable auf 0 setzen und ich setze einen Zeiger auf den Anfang des Feldes, gell? Also, ich gehe mal so her und mache Folgendes. Ich gehe hier Erase machen, gell? Also lösche. Und das da, das gehen wir dann mal ein bisschen Platz machen, gell? So. Okay. Also, ich gehe jetzt den Zeiger auf den Anfang hier stellen. Also, nicht löschen, sondern zeichnen. Gell? So, zeigt auch hier her. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe bei jedem Schritt, gell, also hier habe ich diese zwei Initialisierungen gemacht, mit Komma getrennt, und dann frage ich, ist i kleiner 10, gell, und am Ende gehe ich nicht nur die Schleifenvariable erhöhen, sondern auch den Zeiger um 1 weitergeben, gell. Und ja, und dann gebe ich eben die Ausgabe mit dereferenziert z. Z geht immer eines weiter, Element für Element, und dann schauen wir, ob wir zum Schluss das Richtige bekommen. Gell? So. Make haben wir gemacht, das Make. Gell, dynamischer Speicher. Und was macht er? Er geht die Zahlen von 1 bis 10 hier herauslesen und dann die Zahlen von 1 bis 10. Funktioniert also. Schön. Und jetzt machen wir noch etwas. Und zwar am Ende haben wir gesagt, muss der Speicher wieder freigegeben werden. Gell? Weil sonst bekommen wir ein Speicherleck. Und der Speicher, der fließt dann hinunter. Gell? Ewig schaut um den Speicher. Gell? Ja, das wollen wir mal ausprobieren. Gell? Und damit werden wir dann in nächster Zeit noch etwas spielen. Gell? Gute Arbeit.